Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Minecraft mit dem Kumpel aus dem Studio Winter. Und wir grillen hier immer noch Eisen und haben jetzt hier eine Menge zu tun in unserem Dorf. Zum einen sollten wir uns mal Gedanken machen, wenn wir hier ein bisschen noch bleiben wollen, was wir ja werden, wie wir das machen. Und zwar hätte ich irgendwann gern auch sowas wie einen Zaubererturm. Haha, jetzt ist es gesagt. Und der Zaubererturm sollte irgendwo auch an einer schönen Stelle stehen. Das ist natürlich wichtig und vielleicht ist ja fast naheliegend, baut man den hier so an die höchste Stelle des Dorfs, ne? Die Frage ist, aus welchem Material wollen wir den bauen? Also ich würde auch erstmal jetzt nochmal einen Ofen machen. Ich weiß noch nicht genau, vielleicht mache ich... Ja, ich weiß, ich bin auch mit der Hütte noch nicht so glücklich. Vor allem bin ich nicht damit glücklich, dass die da drüben noch einen Eingang hat eigentlich. Beziehungsweise finde ich... Man könnte vielleicht diese Hütte auch einfach teilen. Also, dass da Villager drin rumrennen, aber nicht die ganze Zeit vor meiner Nase. Weißt du, was ich meine? Die können von mir aus hier wohnen bleiben, soweit. Aber ich möchte sie jetzt nicht die ganze Zeit bei mir rumstehen haben. Und deshalb dachte ich mir, ich mache hier erstmal dicht. Ich will mal kurz angucken. Ist ja eh alles hier noch hässlich wie die Nacht. Ach so, Holz hatte ich ja, wenn überhaupt, nur da. Mhm, gut. Hat ja wieder wunderbar funktioniert. Wir sind wieder da, ihr merkt das. Okay, das ist eindeutig zu wenig Holz. Und ich muss auch das Eisen noch grillen und so weiter und so fort. Und wir werden relativ früh ins Bett müssen. Der Tag ist ja relativ jung verglichen mit den anderen Tagen. So Zweierrhythmus, dann behalten wir das mal hier fort. Das funktioniert zwar für die Villager nicht, aber für uns auch nicht. Okay, ja, ich würde jetzt hier oben die Steinwand nicht unbedingt ziehen, aber ja gut, ich mach's jetzt mal so und dann machen wir da oben dicht. So. Gut, jetzt haben wir hier unseren eigenen kleinen Bereich, wo kein Villager drin rumturnt. Das finde ich ja schon mal ganz schön. Wir können dann zwar von der anderen Seite nicht mehr rein und da fällt mir ein, da würde ich auch gerne noch was machen. Weil ich da nicht so glücklich mit bin, wie das aktuell ist. Wir bräuchten dann da noch eine... Ja, das müsste eigentlich ganz gut gehen. Genau, das ist doch die Höhe, ne? Genau, dass die Villager da reingehen. So, dann bräuchten wir noch... zum einen müsste hier... Ach so, ja gut, ging ja jetzt ganz gut. Ging ja fast so gut wie kreativ. So, kam da nichts rausgepuppelt. So, da muss eine Treppe hin. Haben wir noch Treppen? Ja, wir haben noch Treppen. Ich weiß das zufällig. So. Wir sind also wieder im Geschäft, sozusagen, nach unserer Minentour. Und mir fiel jetzt auf, ich habe jetzt mal nachgeguckt, was ich denn für meinen Zaubertisch, den ich erwähnt hätte, überhaupt brauchen würde. Und weiß das jetzt auch. Und muss sagen, da haben wir noch ein bisschen Probleme. Wir brauchen ja 2 Diamant. Wir brauchen... Wie heißt, wir brauchen Obsidian und das haben wir ja alles noch nicht. Das heißt, da wird noch ein bisschen was nötig werden. So, Fenster haben wir aktuell auch keine, aber wir hatten hier noch einen Baumstumpf. So. Ob wir jetzt hier Monster spawnen oder nicht, ich weiß es nicht. Du bist schon ziemlich monströs, Freund. So, jetzt reißen wir hier diese ehemalige Stelle mal ab und dann wird auch diese ganze Gasse ein bisschen angenehmer. So. Zack. Zack. Zack, jetzt sind die Monster gespawnt, seht ihr? Zack. Zack. Und ich glaube, da war auch irgendwo ein Monster bei uns auf dem Terrain, oder? Mal umgucken, wie es hier so aussieht, monstertechnisch. Das da ist ein Stück. Ich habe was gesehen? Nee, ne? Hier ist ein Fleisch. Ein freilaufendes. Ansonsten ist es hier monstertechnisch im Moment ja erstmal ziemlich ruhig. Wie mir scheint. Die Nacht ist schön, ne? Wie die da so vor sich hin zirpt. Bäh. Super leckt. Eine super leckende Nacht. Sie wünschen? Ich gehe mit der Kartoffel ins Bett. Gute Nacht! Moin! So. Also, meinen Mitbewohner habe ich scheinbar immer noch.
Da haben wir noch nichts gegen tun können. Das bleibt wohl erstmal eine Weile so. Ja, genau, das sind meine Kisten hier, Freund. Da brauchst du dich gar nicht dran verkrabbeln. So. Jetzt ist er fertig. Hier gucken wir mal Eisen und dann packen wir wieder rein. Und dann packen wir das Eisen mal darüber. Und ja, da haben wir jetzt schon hier. Doch, wir haben jetzt ein bisschen Eisen. Und ich hatte einen riesen Denkfehler mit dem gelben Bett gemacht, ne? Für die Höhlentour. Da braucht man kein Bett. Das hatte ich dabei, damit der Groschi, wenn er oben ist, auch schlafen kann. Das ist so die Gewohnheit, da irgendwie mit dran zu denken, dass ja da noch andere sind, aber es sind ja gar keine anderen hier. Die anderen haben mich ja, ja. Ich möchte jetzt nicht. So. Dann, ich hatte hier noch irgendwo garantiert noch Fichtenzaun. Ich wusste, der ist so dunkel, den sieht man noch nicht. Fichtenzaun. Das ist jetzt auch erstmal. Wie gesagt, das wird im Moment hier alles nicht so wahnsinnig schön sein. Auch das da gefällt mir gerade ja so gar nicht. Die stecken wir mal zusammen. Dann haben wir hier genau den einen über, den ich brauche. Das ist perfekt. Wie gewollt. So, komm her. So. Ich glaube, das sieht besser aus, ne? Erstmal, wir bauen die Häuser eh noch komplett um. Also, das ist kein Zustand. Ach so, und hier vorne habe ich eins vergessen. Das muss auch hinterhin, damit es hier lang wachsen kann, damit ich da einen Weg graben kann. Und hier machen wir aber auch mal einen Zaun hin. Also eine Mauer hin. Ich ziehe die mal so ein Stückchen rein. So. Und doch, hier ist ja grün davor erstmal. Das heißt so. Und dann machen wir den einfach so. Da können die Villager da auch noch durch, wenn die wollen. Und wir haben den Weg nicht so eng. Siehst du? Das ist jetzt nicht so. Also hat jetzt keine Funktion, dieser Zaun, außer Optik. Guti. Schön wachsen bitte. Und hier müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Da stehe ich echt nicht drauf. Ich frage mich, was im Survival hier mit der Erde passiert, die da. Die landet ja wohl nicht bei mir im Inventar. Na gut. Wohl nicht. Ach so. Das ist natürlich speziell. Auch das kann man noch lösen. Das machen wir hier. Das flache hin. Und dann machen wir hier das so hin. Ich mache mal hier auch schon ein bisschen Randomizing. Sieht ja fürchterlich aus. So. Na? So. Das sieht ja so einheitlich, das geht ja irgendwie nicht. So, jetzt haben wir hier schon mal so ein. Naja, das war jetzt irgendwie auch wieder einheitlich. Manchmal hat man echt Glück mit dem, was man da so tut. So, egal. Sieht schon besser aus als vorher. Und das muss halt hier auch noch jetzt erstmal so wachsen. Beziehungsweise, mal gucken, wir haben ja hier auch ein bisschen Raum noch. Das war vielleicht so einrücken. Seid ihr unzufrieden mit der Lösung? Ja, gut, wir können das auch anders machen. Dann müsst ihr mal da weggehen. Wenn ich euch hier eine Treppe hinbaue und hier, und wenn du jetzt da aus der Ecke rauskommst, guck mal hier, geh mal da raus. So, dann können wir hier und hier. Jetzt ist natürlich erstmal nicht gut für euch. So, ihr kleinen Männer. Chiquakquak. So, ihr kleinen Männer. Gefällt euch das? Wo ist denn das hingegangen? Ich habe gar nicht gesehen, wo die gesetzt ist. So, gefällt euch das jetzt besser? Dann war jetzt hier wieder das Problem. Egal, was wir wegholen. Ich weiß nicht, irgendwie verschwindet es wirklich. Machen wir hier mal so eins. Dann sieht der Weg da auch mal so ein bisschen unterbrochen aus. Und da müssen eh noch Dinger hin. Also ich weiß nicht, es geht so. So geht's eigentlich noch nicht, ne? So, irgendwie sieht das alles noch sehr merkwürdig aus. Ich habe jetzt hier keine Werkbank dabei, aber wir hatten doch da irgendwo eine stehen. Ach, die war da oben, ne? Ach ja. Man kann auch da anfangen, wo man steht, erstmal. Der Zaubererturm habe ich völlig vergessen in der Zwischenzeit. So. Brötchen, genau. Tack, 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 So, die Menge gefällt mir erstmal. Ich wollte jetzt mich nicht mit Slappies zuschiedeln. Ich hätte auch noch Stufen gehabt. Sieh mal einer an. Ja, kümmern wir uns jetzt erstmal hier um die Wege. Wäre doch was, dass wir hier mal die Wege so richtig gangbar machen. So. So. Ja.
Dann habe ich ja hier noch das Gedöns. Ich, ja, guck mal, ich habe sogar Schaufeln einstecken, wenn ich das gewusst hätte. Dann hätte ich euch viel Krabbelei ersparen können. Dann lassen wir das hier so. Und machen aber hier auch noch was hin. Und zwar hier kommt der Weg in der Art. Und da machen wir hier noch. Tack, tack. Kommt, der kam rausgepoppt. Siehst du? Den habe ich die ganze Zeit vermisst. So, dann krabbeln wir hier nochmal den Weg weg. Das muss man halt, das ist echt ein Nachteil, dass man da immer unten drunter das, die Kante sieht. Das finde ich irgendwie sehr unglücklich im Moment noch, dass man da so aufpassen muss, weil ich finde das echt hässlich, wenn da die Kante ist. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. So, jetzt können wir hier bequem den Weg hochgehen. Ist doch auch was, finde ich gut. Der Weg hier ist eh noch zu breit aktuell. Der wird jetzt erstmal nur so rudimentär. Kennst du den Rudimentär? Das ist voll der Typ, der Rudimentär. Machen wir so, so, so. Schon mal den Stein drunter. Oh, wobei, wir könnten auch hier jetzt sagen, ja, okay, dann machen wir es da breiter. Na, dann halt. Spart ja tatsächlich nicht besonders viel Zeit und so. Und dann machen wir hier auch noch so einen Steinblock hin. Ich weiß nicht wieso, aber da kommt man halt nicht hoch. Das wächst dann jetzt gleich wieder zu. Können wir hier aber schon mal auch noch so ein bisschen randomisen. So. Ja, dann kommt hier das auch so hin. Ist ja doch besser. So. Ah. Machen wir es einheitlich. Du läufst Gefahr, gehauen zu werden, mein Freund. So. Jetzt machen wir hier einfach auch, in dem Fall die Technik des Davorsetzens. Und bauen hier so einen richtig schönen... Ach, warte mal. Ja, nö, wobei. Das können wir ja immer noch machen. Das geht ja immer noch. So. Zack. 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 Dann steigt die so ein bisschen an. Das finde ich jetzt wieder komisch. Ach ja, siehst du, das ist praktisch, dass du da stehst, Schwein. Ich hatte sowieso Hunger auf Schweinefleisch, weil ich da schon welches von hab. So, dann tun wir das hier noch so ein bisschen anharmonisieren, so. Und hier haben wir ja diesen Aufgang. Das tun wir auch noch ein bisschen vorziehen. Das heißt, der Trampelpfad kommt hier so hoch und dann... Nee, das ist doof. Und dann hier der Weg hoch zu dieser Hütte. Oder aber wir bleiben hier gerade und machen den Aufgang zu der Hütte von der anderen Seite. Das wäre vielleicht auch optional eine gute Sache. Wo seid ihr hin? Wo seid ihr hin? Dich brauche ich gerade. Doch, dich könnte ich auch gleich gebrauchen. Dich brauche ich nicht. So. Nein! Hm. Na gut. Da muss man einen sauren Apfel beißen. So. Und das auch. Und so. Und aber tatsächlich. Ich weiß nicht, da wird wahrscheinlich kein Gras mehr wachsen, ne? Dann machen wir hier so. Und dann machen wir hier so, 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 so. Guck mal her. Und dann machen wir hier so, hier so. Und dann... Fackel brauche ich erstmal noch nicht. Die brauche ich aber gleich wieder. Ich muss die ganze Zeit umgreifen. So, so, so. Und dann hier so, dann fehlt da wieder unten der Block, der berühmte, und dann kommt hier noch eine Treppe hin. So. Zack, zack. Und da kommt dann zack. Ja, jetzt kriege ich ihn nicht mehr ins Loch. Ja, dann kommt hier auch nochmal so schon eins hin. Genauso wie hier. So. Haben wir jetzt noch hier einen Zaun über? Nee, jetzt haben wir sie alle verbraucht. Das ist auch gut. Wenn wir die schon alle verbraucht haben, dann nutzen wir Gelegenheit, das in die anderen Fäckelchen hin. Und dann kann man hier noch das letzte Stück jetzt auch gerade fertig machen, wenn wir dabei sind. Dann machen wir hier auch eine Platte rein. Und lassen es hier so hochgehen. Und dann gibt es hier nochmal einen Aufgang. Der ist jetzt noch nicht fertig, ne? Also das sieht jetzt noch nicht so wahnsinnig viel aus. Fackel hier ist ja auch noch so mehr eine Notfackel, ehrlich gesagt. Ach ja, da müssen wir noch irgendwie was uns einfallen lassen, überhaupt mit den Feldern, Beeten und.
Da gibt es noch so viel zu tun hier in diesem Dorf. Ja, definitiv. Wir lassen nichts verkommen. So, jetzt kann man hier sogar schon mal normal rumlaufen. Das ist doch schon mal was. Hier, das sieht jetzt im Moment noch ein bisschen komisch aus. Das müssen wir uns noch vornehmen in Ruhe. Weil hier ist ja der Weg, der ist ja irgendwie voll Geschichte. Aber das könnte man eigentlich auch erstmal so lassen. Das ist irgendwie süß. Dann geht's hier hoch zu dem heiligen Felsen. Braucht ja noch eine Fackel irgendwo dran. Aber hier der Baum könnte so einen Fackelring kriegen, ne? Dann haben wir hier auch erstmal kein Spawning-Problem mehr. So. Und man kann hier langlaufen ohne Probleme. Und hier langlaufen ohne Probleme. Doch, es geht schon. Das Dorf wird so richtig schön verschwubbelt so langsam. So. Jetzt haben wir auch noch eine bessere Haustür. Mein Zimmerbewohner ist auch da. Und ich gehe heute mal mit der Schaufel ins Bett. Ich schaue auf das ukulelische Pendel. Was kann ich denn jetzt im Moment? Fluch der Bindung. Ich wüsste halt gerne, was Fluch der Bindung macht. Ich meine, Bücher haben wir ja. Ja, Sie wünschen. Und Sie, der würde mir Smaragde geben. Und für Kartoffeln gibt er mir Smaragd. Und für Möhren. Was gibt es denn für Kartoffeln Smaragd? Warte mal. Haben wir noch rohe Kartoffeln? Aber das wird sich wahrscheinlich nicht so, im Moment nicht so lohnen. Der läuft uns ja theoretisch nicht weg. Wenn wir alles richtig machen, ist der ja auch noch länger da. Ja, er läuft uns jetzt doch erstmal weg. Wenn wir den suchen, werden wir wahrscheinlich halb verzweifeln. Guck mal, da gibt es ja so eine vergammelte. Ich weiß nie, ob ich das gut finde oder nicht. So, okay. Das sieht dir doch gut aus. Das war der Vorteil von unserem langen Höhlenaufenthalt. Dann gehen wir hier doch mal gerade durch. Das geht ja auch hier mit so einem Erdblock. Zack, zack. Zack, 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 zack. So. Und dann werden wir uns hier mal ein paar Möhren mehr pflanzen. Und dann, naja, das ist ja alles nicht viel. Wir bauen ja noch immer echt noch im winzigen Stil an. Das ist definitiv so. Kann ich mit dem handeln? Er würde so gerne. Er ist der Schäfer. Ja, genau. So, ein bisschen Feldarbeit. Alles händisch, alles ohne Automatismus im Moment. Das funktioniert aber für uns ja auch noch. So ist es ja nicht. So. So, da kannst du nur gucken, ne? Das Feld habt ihr so akzeptiert. Hier haben wir ein Huhn. Ja, das Huhn ist einsam. Das fällt mir ein. Ich wollte für den Hühnern ein eigenes Gehege haben. Ein Hühnergehege. Da muss ich jetzt mir mal kurz Gedanken machen gegen gerade. Ich habe ja noch ein bisschen, ja, so ein bisschen Holz und so ist noch da. So, nee, so ist es nicht. Was ist denn das? Luke? Auch nicht. Ich klicke mal durch. Moment. Ach, da ist er schon. Eins, zwei. Eins, zwei. Sind 8, sind 1, 2, 3, 4. 8. Okay, theoretisch müsste das gehen. Dann das hier. Dann das hier. Also erstmal das hier jetzt, ne? So, das ist der erste Teil dieses Konzepts. Und da machen wir gleich ein Tutorial Hühnerstall draus. Jetzt weiß ich noch nicht, wo hätte ich die Hühner denn gerne? Ich glaube einfach hier drüben.